Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen C-Tutorial auf meinem Kanal Apple Enthusiast. Wie ihr seht, ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben den 31. Dezember 2018. Es ist der letzte Tag in diesem Jahr. Wir haben Silvester. Und ich dachte mir, bevor dieses Jahr zu Ende ist und das neue beginnt, lade ich wieder ein Tutorial für euch hoch. Ja, das Thema dieses Tutorials ist die Funktion Realloc. Nun, ich hatte euch in einem meiner vorangegangenen Videos, das ich vor beinahe historisch langer Zeit in meine Playlist gestellt habe, die Funktion Malloc vorgestellt. Zur Erinnerung, Malloc dient dazu, ja, zur Laufzeit dynamisch Speicher im Arbeitsspeicher zu reservieren. Das geschieht in einem bestimmten Bereich des Arbeitsspeichers auf dem Heap. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr ziemlich viel Speicherplatz angefordert habt mittels Malloc und dann im Laufe der, des Programmablaufs während der Laufzeit eben feststellt, dass ihr diesen Speicherplatz in der Größe, in der ursprünglich angeforderten Größe nicht braucht. Also, dass ihr weniger Speicherplatz braucht, als ihr zunächst dachtet. Dann macht es auch Sinn, nicht benutzten Speicherplatz, nicht erforderlichen Speicherplatz an das Betriebssystem zurückzugeben. Und das eben könnt ihr mittels Realloc tun. Gut. Grau ist alle Theorie, das wissen wir. Deswegen schlage ich vor, dass wir direkt weitermachen mit der Praxis. Und zwar, ja, binde ich erst einmal die Standard Library ein, denn Malloc und Realloc sind in dieser Standard Library von C enthalten. Also, StandardLib. H und ich binde noch eine weitere Header-Datei ein, weil ich eine bestimmte Funktion nutzen will. Und zwar ist das die, die Header-Datei String.h. Konkret möchte ich die Funktion strlen oder String-length, wie ihr das aussprechen wollt, sei euch überlassen, nutzen. Und ja, in welcher Weise, das werdet ihr ja gleich miterleben im Laufe der nächsten Minuten. So, dann, ja, dann kann ich in Main schon mal die Funktion malloc nutzen und zwar Character Pointer P das ist ein Character Zeiger und ja, jetzt nutze ich malloc jar. Also ich hatte ja diese Funktion malloc einmal erklärt. Solltet ihr jetzt nicht wissen, was ich hier mache, bitte ich euch wirklich darum, das entsprechende Video in meiner Playlist euch anzuschauen. Auf jeden Fall benötigt hier malloc in den Klammern die Angabe, wie viel Speicherplatz ja, angefordert werden soll. Und size of char und jetzt möchte ich hier so einen ja, Multiplikator nutzen und zwar die Anzahl der Zeichen würde ich festlegen mit einer Konstanten, Constant k und das nenne ich jetzt mal size of user input und ich will gar nicht herumgeizen am Anfang, sondern fordere gleich 1 Kilobyte an Speicher an. Ne? Also 1 Kilobyte, das sind nicht 1000 Byte, sondern 1024.
So, und das hätten wir. Und für den Fall, dass hier diese Speicheranforderung schief geht, dass malloc eben keinen Speicher reservieren kann, in diesem Fall wird eben ein Nullzeiger zurückgegeben. Das müssen wir überprüfen. Das mache ich mittels eines If-Statements. So, also wenn sich ergeben sollte, dass ja, P User Input hier der Nullzeiger ist, dann gebe ich hier erst einmal eine entsprechende Benachrichtigung aus. Malloc hat's nicht gepackt. Und ja, und wir verlassen das Programm mit einem Fehlercode 1. Ne? Also, das ist hier der Wert, der an das Betriebssystem zurückgegeben wird, wenn malloc hier versagt, aus welchem Grund auch immer. Es kann ja sein, dass der Arbeitsspeicher so voll ist, dass eben kein Speicher mehr reserviert werden kann. Und ja, in diesem Fall wird eben das Programm abgebrochen, weil es dann eben ja, keinen Sinn mehr macht, hier weiterzumachen. Ne? Exit 1. Und ja, Fehlercodes können dann halt bei Bedarf dann ausgewertet werden. Ne? Gut, ja, angenommen, es hat geklappt. Dann printf, enter your message. Und eben das, was der User eintippt und eingibt, das möchte ich mittels fgets entgegennehmen. So, erster Parameter ist unser Character Array hier und die Anzahl der Zeichen mache ich jetzt mal minus 2. CD in. Warum minus 2? Nun, ja, einmal möchte ich das letzte Zeichen natürlich für das Zwing-Terminierungszeichen reservieren. Das müssen wir machen. Und bedenkt aber auch, dass hier bei der Funktion fgets auch das Enter-Zeichen mit gespeichert wird, also das Zeilenumbruchzeichen. Und wie das gleich konkret aussieht und wie störend das sein kann, das werden wir jetzt gleich sehen. Und ich werde auch zeigen, wie man eben ja, das wieder fixen kann, ne? Wie man das verbessern kann. Und ja. Von daher kann ich dann mal ausgeben, printf. Na, S. Der User Input. So, das kann man mal so zur Kontrolle ausgeben. So, da haben wir es. Enter your message. Dann sage ich mal, so. The more doors you knock on, the more will open. So ein bisschen Philosophie, ne? So, und jetzt haben wir das Problem hier, ne? Das, was ich euch hier auch zeige, ist, dass
dieser String, der vom User eingegeben und gespeichert wurde, eben noch das Zeilenumbruchzeichen enthält. Und deswegen bekommen wir auch so eine hässliche Ausgabe hier, die wir überhaupt nicht wollen. Ne? Und ja, wie bekommt man das wieder hin? Ganz einfach, indem ich hier so eine Indexvariable einführe und direkt nach der User-Eingabe eine While-Schleife so. Das heißt, ich lasse jetzt mal den Index inkrementieren, bis ich hier User Input Index gleich den Zeilenumbruch habe. Ne? Das heißt also, Mensch, so. Das heißt also, in dem Augenblick, in dem die While-Schleife abgebrochen wird, zeigt eben oder enthält eben p User Input Index genau dieses Zeichen für den Zeilenumbruch. Und genau dieses Zeichen ersetze ich dann durch den String durch das String-Terminierungszeichen. Das sieht dann im Code so aus. So, und hier habt ihr eben den Zeilenumbruch. Jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ich gebe denselben Satz ein. So, the more doors you knock on, the more will open. Ja, hier kann ich auch nochmal so ein Zeilenumbruch in den Printf-String hier eingeben. Also, was noch einmal und wieder die Message. Diesmal sage ich einfach nur Hello. Dann seht ihr, es passiert hier nichts mehr. Es ist alles so, wie wir es eigentlich haben möchten. Ne? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt geht es ja um die Funktion Realloc. Und ihr seht ja gerade hier bei Hello, ne, wir brauchen eigentlich nicht ein Kilobyte Speicherplatz, um hier den String zu speichern, der nur 6 Zeichen enthält. Ne? Wir haben hier 5 Zeichen fürs Hello und ja, inklusive das String-Terminierungszeichen, 6 Zeichen. Dafür brauchen wir eben nicht einen Kilobyte Speicher. Ne? Das ist jetzt hier ein Grund, warum wir Realloc nutzen sollten. Und ja, um das jetzt vernünftig zu bewerkstelligen, führe ich hier noch eine Variable ein. Und in dieser Variable möchte ich ja, die Länge des Strings abspeichern. Und das wird auch hier ein unsigned integer length. Da kann ich mal initialisieren mit 0 hier. Und so, nee, hier kann ich dann die Länge des User-Inputs bestimmen über Length und str-len. Und diese Länge können wir auch mal ausgeben zur Kontrolle.
So, 48 haben wir hier, ne? Und ja, dann haben wir die Länge. Und nun kann ich Folgendes machen. Jetzt nutze ich ein If-Statement und innerhalb des If-Statements realloc. Und dann seht ihr ja hier, dass realloc zwei Parameter entgegennimmt. Und zwar einmal unseren Pointer hier, also PUserInput. Und des Weiteren die neue Länge. Ne? Also wir fordern erneuten Speicherplatz an, der jetzt allerdings eben ja, angepasst sein wird an die Länge des Character Strings, das vom User eingegeben wurde. Ne? Und das ist hier Length plus 1. Ne? Length plus 1 deswegen, weil die Funktion strlen das Null-Terminierungszeichen, das String-Terminierungszeichen nicht mitzählt. So, das muss man bedenken. Und ja, entweder gelingt es, dann ist alles wunderbar, dann ist alles prima, oder es gelingt nicht, mittels realloc erneuten Speicher zu reservieren. Dann gibt realloc einen Nullzeiger zurück und das können wir dann hier abfangen mit nicht realloc. Das heißt also, wenn es hier schief gehen sollte mit realloc, dann geben wir wieder einen, ja, eine Message hier aus. Das kopiere ich mal. Und realloc hat es nicht gepackt. Und ich kann hier entweder denselben Exit-Code hier nutzen oder einen anderen Exit-Code. Hängt immer davon ab, inwieweit man hier ja, diese Rückgabewerte verarbeiten will. Ne? Und ja. Also auch in diesem Falle wird dann halt der Rest des Programms abgebrochen. So, und ja, jetzt können wir das nochmal ausgeben. Printf, können es mal genauso hier, kann das mal kopieren. Ja, ihr werdet jetzt nicht viel sehen erstmal. Ne? Ihr werdet hier eigentlich nichts sehen, denn also Length of User Input, denn ja, der String bleibt ja derselbe. Ne? Und das heißt allerdings, dass hier eben keine Fehlermeldung erfolgt ist. Also wir haben hier keine Message hier bekommen. Das heißt also, dass realloc erfolgreich war und dass realloc jetzt hier ja, uns einen kleineren Speicher reserviert hat. Ne? Das ist hier ja, eigentlich im Grunde genommen erst einmal alles, was ich zu realloc hier sagen könnte. Ich habe mir aber noch etwas anderes für euch ausgedacht, etwas, ja, also so eine Art Zugabe hier, ne? Und ja, diese Zugabe dient dazu, um so ein bisschen herumzuspielen, generell mit malloc und realloc und ich weiß nicht was, ne? Denn wir können ja hier Folgendes noch machen. Ich kann noch eine Funktion programmieren, die das, was der User eingibt, also diesen String umdreht. Das heißt also, ja, das erste Zeichen ans Ende setzt. Ne? Also das können wir mal zur Übung machen und ich werde dann in dieser Funktion auch wieder mit malloc hier arbeiten bzw. malloc verwenden. Lass uns doch mal bisschen herumspielen. Das Jahr ist ja zu Ende und
Ja, bisschen Spielkind bleiben schadet ja bestimmt nicht, ne? So, ich mache jetzt mal Folgendes, und zwar definiere ich erst einmal den Prototypen einer Funktion und nenne sie mal Reverse MyString. Und diese Funktion soll einen Charakterzeiger entgegennehmen. So. Kopieren wir das Ganze hier. Und jetzt kommt die Funktionsdefinition. Und hier gebe ich ein als Parameter Input from User. So. Und auch hier unsigned integer length. Das, was ich hier innerhalb der Funktion ja, festlege als Variablenname, das hat nichts mit diesem Length hier zu tun. Denkt bitte an den Scope, ne? An die Reichweite von Variablendefinitionen. Diese Variable Length innerhalb der Funktion Reverse MyString ist eine andere, ja, ein anderer Speicherplatz im Rechner als hier in der Main-Funktion. Und ich kann Length initialisieren mit der Länge des User-Inputs, also str len input vom User. Und hier wieder ein Charakterzeiger, reversed input. Und jetzt nutze ich wieder die Funktion malloc, char, Zeiger und malloc, size of char. Und hier kann ich als Multiplikator eben die tatsächliche Länge des User-Strings nehmen, also length. Und voilà. Dann haben wir es. Und hier noch so ein Schleifenindex. Des Weiteren einen Charakterzeiger, der temporär sein soll. Und dieser Zeiger wird initialisiert mit dem ersten Zeichen von Reversed Input. Na. So, das heißt also, Reversed Input und der Zeiger Temp zeigen auf denselben Platz im Heap. So, und jetzt kommt eine Vorschleife. Die ist gleich 0. Ne, 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 ne. I ist gleich Length minus 1. So, warum und wieso werdet ihr gleich sehen. Ich tippe erstmal zu Ende. 0, I minus minus. Ich denke, ich tippe erst den Code, dann kommt die Erklärung. Ihr könnt aber versuchen, mir während des Tippens zu folgen. I. So. Und nach der Vorschleife gleich. Und ein Return Reverse Input. So, das ist der Code innerhalb der Funktion. Und jetzt kommt die Erklärung. Also hier ist ja unsere Schleifenvariable i. Und diese Schleifenvariable i initialisiere ich mit dem letzten Zeichen, mit dem letzten Zeichen von Input from User. Und das, was ihr hier seht, ist eine klassische Pointer-Arithmetik. Das heißt also Input from User plus i. Das ist eben,
Ja, das würde dann hier auf den Speicherplatz zeigen, in dem eben dieses letzte Zeichen gespeichert ist. Und das ist hier eben der Dereferenzierungsoperator, also eine ganz klassische Pointer-Arithmetik, die ich ja in ja, einigen meiner Tutorials verwendet habe. Und ja, und i wird eben hier heruntergezählt, bis i 0 ist, bis eben ja, hier der Ausdruck eben das letzte, das nicht das letzte, das erste Zeichen des Input vom User Arrays ergibt. Ne? Und ja, das ist hier noch lange nicht richtig. Ich habe hier nämlich hier ein Plus-Plus noch nicht angefügt. So, und jetzt haben wir auf der linken Seite auch Pointer-Arithmetik und zwar etwas ja anders. Hier hatte ich ja temp initialisiert mit dem ja mit dem ersten Zeichen von Reversed Input und Reversed Input, ja, das ist hier ein ja, das ist hier der Zeiger auf ja, einen Platz auf dem Heap, auf einem ja, auf den auf einen Speicherplatz auf dem Heap, den wir ja über malloc hier uns herangeholt haben. Und ja, und hier haben wir auch Pointer-Arithmetik, das heißt also, der Zeiger wird immer hochgezählt, ne? Und ja, das heißt also, das erste Zeichen von temp entspricht dem letzten Zeichen von Input vom User. Und nachdem das ausgeführt wurde, wird eben hier temp, der Pointer, inkrementiert, so dass ja, das ganze Array, das ganze Character Array durchgegangen wird. Und ja, wenn wir hier aus der Vorschleife austreten, müssen wir auch noch Folgendes machen. Wir müssen das String-Terminierungszeichen noch anhängen. Ne? Und ja, da temp und ja, da temp hier, temp und reversed input eben auf denselben Speicher zeigen auf dem Heap, geben wir hier Reversed Input zurück. Ne? Das heißt, das, was wir hier in temp gespeichert haben, haben wir ja gleichzeitig in Reversed Input speichern können. Nur können wir hier nicht temp zurückgeben. Wir können nicht temp zurückgeben. Das wäre hier falsch. Und ja, warum wäre das falsch? Drückt mal kurz die Pause-Taste und überlegt mal. So, jetzt kommt die Erklärung und zwar wurde hier der Zeiger inkrementiert, nicht der Wert, ja, der an der entsprechenden Speicherstelle abgelegt ist. Der Zeiger wurde inkrementiert und wenn an dieser Stelle hier zeigt temp eben auf das letzte Zeichen, beziehungsweise noch nicht mal auf das letzte Zeichen, sondern eben auf das String-Terminierungszeichen. Das heißt, wir müssen ja hier zusehen, dass wir einen Zeiger auf den Anfang von Reversed Input zurückgeben. Und ja, das ist am besten zu realisieren, wenn wir einfach ja, Reversed Input zurückgeben. Ich hoffe, das ist euch so halbwegs klar, dass ich, ja, ich meine, die Pause-Taste ist ein Hilfsmittel und ja, immer wieder weise ich darauf hin, es gibt immer Punkte, an denen man innehalten muss, wenn man programmieren lernt und ja, ich bin aber optimistisch, dass ihr das hinbekommt und dass ihr das verstehen werdet, wenn ihr euch den Code ja, nochmal zu Gemüte führt. Was ich hier in Main machen möchte, ist, ja, ich möchte eben den umgedrehten String
ausgeben. So, your message reversed. Und hier kann ich dann reverse my string nehmen. So. Okay. Und jetzt führe ich das Programm mal aus. So, das ist unsere Botschaft. The more doors you knock on, the more will open. Und wenn wir öfter solche weisen Ratschläge geben können, werden wir selbst weise. Und jetzt gebe ich das mal ein. Also, die Länge beträgt hier 48. Das ist, ja, das sind die Anzahl der Zeichen ohne das String-Terminierungszeichen und das, ja, die Message wird noch einmal ausgegeben hier. Und ja, und hier hatten wir ja auch eben erfolgreich Reverse My String benutzt und der ganze String wird umgekehrt ausgegeben. Ne? Ja, und das war's. Ne? Es sollte eigentlich im Kern ein Tutorial werden zu Realloc, aber ich bin immer der Meinung, ja, wo ich was hinzufügen kann an Wissen und es euch weitergeben kann, mache ich das sehr gerne. Ne? Nochmal zum Rekapitulieren, also um Malloc nutzen zu können und Realloc nutzen zu können, haben wir die Standard Library eingebunden, die stdlib.h. Um strlen nutzen zu können, haben wir die Header-Datei string.h eingebunden. Dann habe ich über malloc im Speicher auf dem Heap reserviert. Das haben wir gemacht, indem wir eben hier ja, direkt ein Kilobyte angefordert haben. Ne? Und ja, es hat sich herausgestellt, dass eben dieses Kilobyte nicht erforderlich war, sondern dass wir eben ja, auch einmal angeforderten Speicherplatz, einen Teil zumindest, an das Betriebssystem zurückgeben können. Das haben wir gemacht mit Realloc. Und da Realloc eben auch einen Nullpointer zurückliefert, wenn ja, diese Funktion nicht erfolgreich war, konnten wir eben den Erfolg dieses Funktionsaufrufes mittels dieser If-Abfrage feststellen. Und da eben hier keine Fehlermeldung erfolgt ist, ist alles wunderbar gelaufen. Und wir haben dann eben einmal User-Input ausgegeben und dann eben den User-Input umgedreht, das war sozusagen so ein Zusatzding, das ne, hier Realloc nicht erforderte, sondern Malloc hat hier voll und ganz gereicht hier. Und ach so, was ich hier noch machen kann, ist übrigens, oder was man machen sollte, ist, wenn man Speicherplatz angefordert hat und reserviert hat mittels Malloc, und diesen Speicherplatz nicht mehr braucht, kann man diesen Speicherplatz auf dem Heap wieder freigeben. Dafür gibt es die Funktion free. Das mache ich jetzt mal free und pUserInput. Also dieser Aufruf hier gibt den Speicherplatz auf dem Heap an das Betriebssystem wieder zurück. Gut, hier noch als Bonbon hatte ich auch mit programmiert und euch gezeigt. Also ja, es ist nun mal störend oder kann störend sein, wenn das Zeichen für den Zeilenumbruch, wenn also die Enter-Taste, die ja betätigt wird bei addfgets, auch noch im String enthalten ist.
Und dann hatte ich euch gezeigt, wie ihr eben dieses Enter-Zeichen wieder entfernen könnt, wie ihr das Zeilenumbruchzeichen entfernen könnt und es ersetzen könnt durch das String-Terminierungszeichen. Und ja, und eben dieser Code-Bereich ist ja hier selbsterklärend. Nun gut, okay. Ne? Ja, das war's. Das ist das letzte Tutorial gewesen in diesem Jahre 2018. Also für den Fall, dass ihr dieses Tutorial zeitnah euch anseht, nachdem ich es hochgeladen habe. Für diesen Fall wünsche ich euch allen ein frohes und sehr erfolgreiches und wunderschönes neues Jahr 2019. Falls ihr dieses Tutorial, wie ich vermute, irgendwann mal in ein paar Jahren ansehen solltet und falls es dann eben mitten im Jahr sein sollte, im Juli, August, September, Gott weiß wann, ne, dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Coden und viel Spaß bei allem, was ihr hier mit der C-Programmierung hier anstellt. Und was kann ich noch mitgeben? Natürlich den einen oder anderen Lerntipp. Ne? Ein Lerntipp ganz klar, wenn ihr euch begeistert für diese C-Programmierung, was ich durchaus nachvollziehbar finde, denn ich bin selbst hier ein Fan von C und C++, dann bleibt einfach dran. Der Hinweis erfolgt deswegen, weil ich nicht selten Menschen treffe, die sich so sehr unter Druck setzen, innerhalb von kurzer Zeit C programmieren lernen zu müssen. Ne? Das passt nicht, das geht einfach nicht. Man kann C nicht innerhalb von Wochen oder Monaten lernen, sondern muss lange dranbleiben. Ich hoffe, ihr bleibt lange dran, denn mit C kann man sehr viel anstellen, gerade auch, weil dieses Internet of Things immer präsenter wird. Also man kann ganz wunderbar Elektronik damit programmieren, alles Mögliche. Also was kann man eigentlich nicht damit machen? Ne? Alles kann man damit machen. Ne? Und auch hier. Ja, den Tipp gebe ich euch auch immer mit am Schluss. Ne? Programmieren alleine vor dem Rechner, super, man kann wunderbar abschalten und ich genieße es, aber man sollte auch zusehen, dass man mit anderen Menschen zusammen lernt. Schaut also zu, dass ihr Leute findet in eurem Bekannten- und Freundeskreis, die ihr gern habt und die ihr ja, zum Programmieren bringen könnt, die ihr für das Programmieren begeistern könnt, denn gemeinsam macht es nun mal mehr Spaß und ihr kommt dann auch deutlich schneller voran. Gut, weise, weise Ratschläge und Tipps am Ende dieses Tutorials. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, diesem Tutorial hier zu folgen. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um weiter dranbleiben zu können. Sobald ich ein Tutorial hochlade, werdet ihr, vorausgesetzt natürlich, ihr habt die Glocke unter dem Video aktiviert, von YouTube benachrichtigt. Und bevor ich jetzt hier den Vortrag noch länger mache, sage ich herzlichen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns im neuen Jahr. Alles Gute und bye bye.